So, willkommen meine Damen und Herren, zurück bei der nächsten Folge Sim Casino. Oh yeah. Und wir machen weiter. Okay, ein bisschen Geld haben wir wieder am Start, aber noch nicht viel, deswegen lassen wir das erstmal noch mal ein bisschen durchlaufen. Und gucken, was wir noch mal machen können. Also, wir gehen schon mal in die zweite Etage hoch. Ist ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, deswegen bin ich gerade nicht ganz sicher, was ich machen will. Doch, ich erinnere mich. Ich wollte den Geschäftsbereich nach hier oben verlegen. Und zwar noch hier hinten. Damit wir unten das wegkriegen und da vielleicht Sportwetten und sowas hinbauen können. Können wir das nämlich auch ein bisschen erweitern noch? Ja, ich denke, das machen wir als erstes. So, der Rest funktioniert. Mit dem bin ich halt auch super unzufrieden, aber wuch, whatever. Müssen wir erstmal durch. Was sagt denn eigentlich unser Budget? 607.000. Schon wieder Geld ausgegeben. Okay, jetzt haben wir wieder Geld plus. Jetzt haben wir wieder Geld ausgegeben. Why? Wieso machen wir denn gerade Minus? 29.000 haben wir plus. Scheiße, aus dem Vorrat gestohlen. Aber der müsste erwischt worden sein. Unser Security Boy ist ja da. Naja, beschäftigt. Aber wirklich zufrieden mit der Bilanzierung bin ich nicht. Funktionieren die Bühnen? Ja. Gibt es eigentlich einen Shortcut? Right Bracket, Page Up. Die kann ich nicht nutzen. Die Tasten. Naja, doch, ist sehr voll. Das ist sehr voll. So, 811. Gestern ist auch Samstag. Also eigentlich müsste Geld reinkommen. Ja, guck mal, jetzt haben wir 30.000 schon wieder. Das geht. Das geht. 31.000. Also Geld kommt doch rein. So, da haben wir auch gleich die 1.000. Sehr schön. 1.000 Besucher voll. Betrug beim Tischspiel. 18 Dollar, ja, verkraftbar. Wundert mich trotzdem. Achso, naja, okay, Falschspieler. Ich weiß nicht, ob der Sicherheitsmann Falschspieler erkennt. Ja, die nehmen hier halt schon ein bisschen was weg wieder, ne? Murky Sisterhood. Achso, das müsste er sein. Oder die. So, bringt sie auch viel Zuschauer? Wahrscheinlich nicht, wa? Nee, nicht wirklich. Rohe Zutaten auffüllen. Aber es geht sehr gut voran. So, jetzt haben wir schon 632.000. Ja, doch. Es wird ein guter Tag. Bargeld ist voll. Also oben müssen wir auch nicht viel machen, ja. Also das hier werden wir alles rausreißen. Das ist aber auch relativ billig. Und dann werden wir oben die neuen Gebäudeteile setzen. Was wir auf jeden Fall schon mal machen können, ist das hier. Damit wir oben dann quasi auch eine richtige Kante haben. So, gut. Das läuft automatisch. 32.500 haben wir plus gemacht. Dann können wir uns jetzt auch darum bemühen, hier den Businessbereich jetzt zu bauen. So, jetzt ist die Frage, wie ich es baue. Müssen nicht. Warte mal. Konferenzraumzone.
Dinger sind halt wirklich super, super mickrig. So, dann Türen. Konferenzraum. Was? Ach so, ja klar, kann nicht von der Bushaltestelle erreicht werden. Das machen wir aber, wenn ich mir jetzt im Klaren darüber bin, wie weit oder wie ich das genau baue. Sieht man hier, wie viel das ist? Eine 7 muss es sein. So. Nummer 4 muss dieser Computerraum in einem, also muss das in einem Raum sein? Warte mal, das ist 1, 2, 3, 4 breit. 1, 2, 3, 4. Wand würde ich gerne abreißen. Wie ging das? So, jetzt müssten die Räume nicht auch funktionieren. Wir machen hier auch nochmal Räume hin. Und zwar Computerräume. 2. So, dann gibt es erstmal Drucker. Und jetzt Computer. Geld haben wir denn noch? Oh Gott, 8000 noch. So. Die müssten jetzt aber auch alle funktionieren, ne? Ja. Dann reißen wir nämlich unten mal alles weg. Ach hier, Wände und Zäune abreißen. So, Zonen aufheben. Die alle? Gut, das lassen wir jetzt erstmal so. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was ich draus mache. Jetzt verdienen wir erstmal wieder ein bisschen Geld. 14.000 haben wir jetzt wieder durch den Verkauf. So, dann haben wir, wie gesagt, unseren Business-Bereich hier oben. Ja, den kann man natürlich auch noch mal ein bisschen schöner machen. What? What? Wieso ist das weiß? So, und hier in der Mitte. Meinetwegen die. Und als Wände. Scheiße aus die Wände. Kann ich die in einer anderen Farbe machen? So. Ich hoffe, das geht so. Ja. Ja, geht. Okay, sehr schön.
So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Cool. So, dann sparen wir da ein bisschen an. Und dann können wir aber schon mal uns angucken. Sportwettenzone. Muss 7x6 sein. Ich glaube, ich reiß oben das Buffet ab und baue das hier hin. So, dann machen wir ganz kurz hier eine Wand drin. Und machen uns mal hier einen Eingang. Beziehungsweise arbeiten wir hier wieder mit Zäunen. So, da fehlt es natürlich an allem. Genau, hier würde dann der neue Essbereich hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob der so viel größer ist. Gefühlt nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine Wettannahme. Die sind halt auch super groß, ne? So, Wettbildschirme. Wie teuer sind die? 400. Wettbüros? Okay. So, was fehlt noch? Ein großer Fernseher. Okay. So, und jetzt müsste das funktionieren. Ist das auch ein bisschen klein? Oh. Warte mal, das verschieben wir mal eins nach rechts. Und das machen wir jetzt hier nochmal zentraler. Alter. Okay, der Sportwettenbereich ist vielleicht ein bisschen klein. Aber ich hoffe, dass der... Alter, jetzt haben wir sogar mehr drin, ne? Ich hoffe, dass der gut wird. So, optisch müssen wir den natürlich nochmal ein bisschen anders machen. Und als Fußboden irgendein dunkles Holz oder so, oder? Das ja. So. Wobei, wo war denn der Boden? Kann ich den mal in braun machen? Ihn so. So, wo waren denn hier Spieler? Unterhaltung. Bingo-Halle. Glücksspiel. Hotelmanagement. Kann ich bei den Sportwetten irgendwie was beeinflussen? Also, wie verdiene ich denn da Geld? Da bin ich mir
mir irgendwie noch gar nicht so im Klaren drüber. Tja, frag mich. Ich weiß es nicht. So, 1200 plus gemacht. Ja, gut, liegt natürlich daran, dass wir Sportwetten auch gebaut haben. Sieht man da eine Bilanz? Das ist heute. Sportwetten. Glücksspiel. Wetteinsatz. Baumaterial. Ist das unter Glücksspiel? Also hier Wetteinsatz? Zählt das da runter? Macht um 8 auf. Bis 0 Uhr. Ja, ja, okay. Lassen wir einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ob man auch so ein 24-Stunden-Casino machen kann. Also, geht bestimmt, aber ich habe jetzt tatsächlich noch nicht, gar nicht rausgefunden, wie genau das geht. Unsere Kameras. Da sind 4, da ist einer. 5, 6, 7. Wo ist denn der 8? Zwei, vier, sechs, sieben. Dann bauen wir nämlich nochmal eine weitere Kamera. Hier in den Sportwettenbereich. So, ja, Decken und sowas, also Beleuchtung, sollten wir vielleicht auch mal langsam machen. Wo ist denn das? Hier, glaube ich, ne? Nee. Sind denn so eine Sachen wie die Lampen? Hier? Nee. Hier sind Lampen. So, dann hängen wir hier mal ein paar Lampen mit rein. Da hinten können wir meinetwegen auch noch mal eine große Pflanze reinsetzen. Dann haben wir den Bereich auch mal ein bisschen optisch schöner gemacht. So, das passt. Wenn man das hier alles mal eins nach links versetzen könnte noch. Die Dinger sind auch überhaupt gar nicht schön, muss ich sagen. Ist da nicht was Schöneres? Naja, okay. Also sportwettenmäßig geht's auch gut ab, ne? Wo ist denn die 8? Weil der kann ja 8 Leute oder 8 Stück quasi überwachen. Ich kann natürlich einfach vorsichtshalber einen weiteren Detektiven bauen. So. Dann haben wir das einfach auch mal gemacht. Wir können auch hier mal ein bisschen was für die Optik machen. Also das Gebäude an sich würde ich schon mal gerne anders machen. Einfach mal so. Und ja, innen drinne. Hier mal Lagerräume und hier sind ja eher Büros. Da können wir mal irgendwas anderes setzen.
sind hier Tapeten hier? Ich bin überhaupt gar kein Fan von diesen Tapeten hier, ne? Naja, nehmen wir das erstmal. So, dann als Teppicher. Keramikfliesen. Zack. So, dann machen wir hier einen schönen Weg. Und hier machen wir, würde ich sagen, einfach... Oder? Nehmen wir die. So, dann haben wir das hier drüben auch mal optisch eingerichtet. Das soll doch gehen. Tresortür. Ich würde das tatsächlich mal umbauen. Eine Tresortür ist gar nicht so billig, glaube ich. Machen wir es mal so rum. So, Tresortür ist schon richtig, dass sie da steht. Sehr gut, der Name ist endlich mal geblieben. Auch nach dem Laden und Speichern. Cool. So, große Sportveranstaltung. Ah ja, okay. Das heißt, mehr Leute kommen in die Sportwetten wahrscheinlich. Ach, sehr gut. Also Geld geht jetzt doch wieder hoch. Womit ich tatsächlich noch unzufrieden bin, ist der Bereich hier hinten. Also die ganzen Tischspiele. Da muss ich mir auf jeden Fall noch irgendwas anderes ausdenken. So, was können wir denn noch machen? Tanzflächen. Pizzabuffet. Größere Kredite. Ne. Reduzierte Kartenzahlungsgebühr. Das können wir einfach mal machen. Dann sind die Leute hoffentlich ein bisschen gewillter, nochmal Geld abzuholen, wenn die Gebühren nicht ganz so krass sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier tatsächlich den Buffetbereich mache. Vielleicht mache ich da auch irgendein anderes Buffet noch hin. Ein Gast mit einem dringenden Bedürfnis möchte gehen. Tatsächlich gerne wissen, ob man externe Gebäude quasi auch so setzen kann. Weil ich würde gerne, also irgendwann ist mein Plan, das Casino hier quasi laufen zu lassen und uns ein weiteres neues zu kaufen. In der Hoffnung, dass wir das Geld, was wir hier verdienen, dann auch für das andere ausgeben können. Und da würde ich wahrscheinlich externe Gebäude bauen. Also getrennte Gebäude. Dann würde ich tatsächlich einen Bereich Casino machen, den würde ich so in die Mitte setzen. Und außenrum, vielleicht so immer als kleine Eckpunkte oder hier so vielleicht als Eckgebäude, da würde ich dann wie so eine Art, ja, Hausfassade bauen. Und dann Casino, Fitnessstudio, Sportwettenzentrum und sowas. Also dass wir wirklich hier rein nur ein Casino haben und diese ganzen anderen Sachen vielleicht irgendwie auslagern. Also gibt ja noch ein paar Sachen, ne? Also hier zum Beispiel Tanzfläche, dass wir irgendwo eine Disco machen. Kongresshalle, dass wir irgendwo so ein, ich sag mal, Arbeitsgebäude bauen. Wo dann die ganzen, hier, Konferenzräume, Kongresshallen und Arbeitsbereiche sind. Und dass man vielleicht auch ein Hotel extra baut. Also wo man wirklich rein ein externes, einständiges Hotel hat. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als alles in einen quasi Gebäudekomplex zu packen. Also so ein bisschen wie hier, ne? Dass man das auslagert. Das würde ich aber tatsächlich wirklich in einem anderen Gebäude, also in einem neuen Casino erst machen. Da habe ich jetzt nicht die Muße zu, das jetzt hier noch neu quasi zu bauen. Ja. So ist der Plan. Also vielleicht kaufen wir uns das hier. Mal gucken, wie teuer ist denn das? Achso, ich kann das noch gar nicht. Ich muss das jetzt erforschen.
Schnelles Internet. Reduziert die Frustration in der Gebäude und nutzt den Computer und erhöht die Preiszufriedenheit. Steigert auch die Forschungsgeschwindigkeit. Das können wir da auch gleich mal machen, wenn wir ein bisschen Geld wieder haben. Aber hier mehrere Casinos. Grundstückskosten 180.000. Was heißt das? Ich muss wahrscheinlich 180.000 Dollar Bargeld haben. So würde ich jetzt die Übersicht verstehen. Aber kann auch sein, dass das nicht ganz so richtig ist. Ich finde die Musik irgendwie ein bisschen laut heute. Ich weiß gar nicht warum. Naja, gucke ich mir mal an. Ändern wir vielleicht dann zur morgigen Folge. Gut, okay, meine Damen und Herren. Dann machen wir für heute Schluss. Also wieder ein bisschen was umgebaut und optimiert. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ach, ich habe eine Idee, was ich hier reinsetze. Und dann geht es weiter mit Sim Casino. Herzlichen Dank, haut rein, meine Lieben, und hoffentlich dann bis morgen. Adios.